Also für mich persönlich sind die größten Herausforderungen beim KDD die Todesermittlung. Ich bin jetzt letztendlich diejenige, die ermitteln muss, wie waren die letzten Stunden vor dem Ableben des Toten. Das sieht mir nach Schuhen und Knochen aus. Und das hat natürlich den Verdacht nahegelegt, dass hier ein menschliches Skelett liegt. Das sind sogar noch Nägel in den Schuhen. Vielleicht kommt das aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Wie oft habt ihr mit Toten zu tun? Täglich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es wird jetzt definitiv mal Zeit, die Kriminalpolizei vorzustellen und das machen wir heute beim KDD, beim Kriminaldauerdienst. Und dafür dürfen wir die Kollegin Nicole begleiten. Ja, und ich würde sagen, wir sagen ihr mal Hallo. Wir sind super gespannt, was für Einsätze reinkommen, denn das wissen wir ja vorher immer nicht. Aber erstmal ankommen. Kommt mit! Genauso wie der Streifendienst ist der Kriminaldauerdienst 7 Tage die Woche, 24 Stunden verfügbar. Nicole hat heute eine Spätschicht. Hallo Nicole. Hallo Anne. Ich freue mich, dass wir dich heute begleiten können. Ich freue mich auch. Erzähl doch mal, was sind denn die konkreten Aufgaben vom KDD? Also die Kriminalbeamten beim KDD sind für die schweren Straftaten zuständig. Das sind Raubstraftaten, Sexualdelikte zum Beispiel, Wohnungseinbruchsdiebstähle und Todesermittlungen. Wir sind für die Erstmaßnahmen zuständig, um die ersten Ermittlungen quasi in den Sachverhalten aufzunehmen. Okay, also immer bei einer ungeklärten Todesursache oder nicht natürlichem Tod ist dann quasi die Kriminalpolizei zuständig, da hinzufahren? Genau. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Genau. Todesermittlungen machen den Großteil von Nicoles Arbeit bei der Kriminalpolizei aus. Ein professioneller Umgang mit der Thematik ist dabei unerlässlich. Wie oft habt ihr mit Toten zu tun? Täglich. Ich sehe das einfach als meine Arbeit, es ist Routine, ich arbeite das ab, sodass man halt im Todesermittlungsverfahren vernünftigen Abschluss hinbekommt. Und trotzdem ist natürlich auch so die menschliche Komponente, gerade so in der Nachbereitung, auch mit den Angehörigen, die ja teilweise noch vor Ort sind, dann auch wieder relevant. Ne? Also den Sprung zu schaffen ist vielleicht auch manchmal dann die Herausforderung. Da hast du recht, da gebe ich dir recht. Die Angehörigen sind natürlich in einer ganz anderen Situation als ich. Ja. Und da muss man natürlich empathisch und emotional auf die Angehörigen eingehen und die dort abholen, wo sie gerade halt auch sind. Ne? Und Verständnis zeigen, Verständnis haben auch für den Fall, die Fragen beantworten, die natürlich aufkommen, wenn die Polizei da ist. Weil viele sind erschrocken, warum kommt jetzt die Polizei? Mein Mann, meine Frau, meine Schwiegermutter, die waren doch schon alt, warum ist jetzt die Polizei hier? Und wenn man denen das dann aber auch erklärt, ein bisschen einfühlsam dabei ist, dann verstehen die das und dann geht das ganz gut, dann verkraften die das auch. So, jetzt geht's schon direkt zum nächsten Einsatz. Wo fahren wir denn jetzt hin? Jetzt fahren wir zu einem Wohnbereichs-BSD, einen besonders schweren Fall des Diebstahls in ein Einfamilienhaus. Und dort wartet schon ein Kriminaltechniker auf uns, der mit uns gemeinsam dann die Spurensicherung am Tatort durchführen wird. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurde nichts entwendet. Trotzdem sammeln wir alle vorhandenen Spuren, um den Täter zu ermitteln. Ja, Nicole, jetzt hier vor Ort, was wissen wir mehr als eben? Also wir sind jetzt hier am Tatort. Das hier ist das Einfamilienhaus. Dort soll oben im Bereich des Balkons ein Fenster aufgehebelt worden sein. Die Täter sind vermutlich mit einer Leiter auf den Balkon gelangt. Der Kriminaltechniker ist jetzt vor Ort und wird die Spurensicherung übernehmen. Und oben gucken wir uns dann an, ob wir da Hebelspuren oder so finden. Genau, da werden am Fenster Hebelspuren, müssten ersichtlich sein. Die werden wir uns anschauen und schauen, ob wir drinnen noch Spuren sichern können, biologische Spuren, die eventuell vom Täter stammen. Ja. Wir werden jetzt die Nachbarn ein bisschen befragen gehen, ob die was festgestellt haben oder ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen ist. Okay, na dann. Also Klinken putzen und hoffen, dass jemand etwas bemerkt hat. Währenddessen legt der Kollege der Kriminaltechnik los. Bei der KT arbeiten die Experten, wenn es darum geht, Spuren jeglicher Art zu finden und zu sichern. Egal ob Fingerabdrücke, Haare, Hautrückstände oder wie in diesem Fall Hebelspuren, alles wird sorgsam dokumentiert und gesichert. Dem geschulten Auge des Kriminaltechnikers entgeht nichts. Nicole und ich befragen in der Zwischenzeit die Nachbarn.
Tatort sucht der Kriminaltechniker weiter fleißig Spuren. Es scheint, als wären Speichelrückstände auf der Scheibe. Vielleicht hat der Täter geniest. Jeden noch so kleinen Hinweis sichert der Kollege der KT und baut dazu notfalls sogar das angegriffene Fenster auseinander. Mittels Abdruck sichert er dann noch die Hebelspuren am Fenster und natürlich wird auch hier alles fotodokumentiert. Ja, Nicole, leider hat niemand was wahrgenommen. Keine Geräusche, keine Fahrzeuge, nichts, gar nichts. Aber auch ohne Zeugenwahrnehmung geht es ja jetzt irgendwie weiter. Was passiert jetzt mit dem ganzen Vorgang? Ja, die Strafanzeige geht jetzt zum Sachbearbeiter. Und der Kriminaltechniker schreibt seinen Bericht und ich schreibe meinen Bericht dazu. Und dann wird es abschließend dort bearbeitet. Okay. Ein Satz, Ende. Aber lange können Nicole und ich nicht verschnaufen, denn der nächste Einsatz wartet schon. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Der ist wieder als tot unnatürlich aufgegangen. Was wissen wir jetzt schon zu dem Sachverhalt? Also wir wissen, dass eine Zeugin angerufen hat bei der Rettungsleitstelle und die Rettungsleitstelle dann ausgerückt ist zur Türnotöffnung zusammen mit der Feuerwehr und im Haus eine leblose männliche Person aufgefunden wurde. Die dazugerufene Ärztin hat dann eine nicht aufgeklärte Todesart festgestellt. Und demzufolge ist das wieder ein Fall für den Kriminaldauerdienst. Also für mich persönlich sind die größten Herausforderungen beim KDD die Todesermittlungen, weil wenn ich zum Tatort fahre, weiß ich erstmal nicht so richtig, was erwartet mich. Ich bin jetzt letztendlich diejenige, die ermitteln muss, wie waren die letzten Stunden vorm Ableben des Toten, was kann ich an der Leiche feststellen, wie ist der Geschädigte verstorben, warum ist er verstorben. Die Toten können es mir nicht mehr sagen, die können es mir nur zeigen, so wie sie liegen, die Wohnung sich gestaltet beispielsweise. Alter Verwalter. Dass das Bad klein ist, das trifft zu. Dass der Mann ein bisschen beleibter ist auch. Jetzt liegt er da so halb über die Wanne gelehnt. Was meinst du? Toilette ist noch ein bisschen beschmiert mit Kot, Anhaftung. Ja, was könnte passiert sein? Wie wäre deine erste Hypothese? Ich vermute, dass es sich hier um Herzversagen, Herzinfarkt, auf jeden Fall ein kardiologisches Geschehen handelt. Aber alles Weitere können wir erst sehen, wenn wir jetzt die Leichenbesichtigung durchgeführt haben. Gut, die Problematik hier ist jetzt tatsächlich, dass die Treppe so ein bisschen provisorisch ist und nur so ein Stahlgeländer ist. Ne? Also so richtig Trittstufen gibt es da haben nicht. Wir gar nicht auf der Treppe. Ist auch ziemlich eng alles hier im Bereich und des Flurs. Die Kollegen der Feuerwehr sind da und die werden uns jetzt helfen, ihn aus der Wanne zu holen und dann mit einem Tragetuch. Ja. Auf jeden Fall ist er steif. Also die Totenstarre ist noch ausgeprägt. Das heißt, für den Todeszeitpunkt kannst du denn das, also womit steht das im Zusammenhang? Also das letzte Mal wurde er wohl am 20. April gesehen. Wie lange er jetzt schon liegt, ist immer schlecht zu sagen, weil wir jetzt auch noch nicht sehen, wie er vorne aussieht. Dann bin ich gespannt, wie er jetzt die Treppe runtergebracht wird. Jetzt sind die Kameraden der Feuerwehr gefragt. Sie sollen uns helfen, den Leichnam aus dem engen Haus heraus in den Garten zu tragen. Denn in dem kleinen Bad ist nicht genug Platz, um die polizeiliche Leichenbesichtigung durchzuführen. Die provisorische Treppe erschwert das Vorhaben ziemlich. Im Freien kann der Verstorbene dann weiter untersucht werden. Bei der Todesermittlung geht es ja speziell darum, aufzuklären, ob ein Einwirken Dritter vorliegt. Dazu wird der Leichnam komplett entkleidet von uns. Dann gehen wir wirklich von Kopf bis Fuß einmal durch, ob eventuelle Verletzungen vorliegen, die man jetzt vielleicht augenscheinlich nicht sieht. Eigentlich eine komplette Durchsicht, Übersicht über den Körper und fotografieren das. Jede Narbe wird aufgeschrieben, jeder Blaufleck, jede Hautverfärbung, jede Verletzung. Ja, also wir haben im Haus seinen Ausweis gefunden, beziehungsweise die Kollegen des Wachenwechseldienstes und können jetzt somit abgleichen, dass es sich bei dem Leichnam tatsächlich um die hier wohnhafte Person handelt.
Ja, das ist immer ganz wichtig, dass der Leichnam halt auch wirklich klar und zu 100% identifiziert wird. Sonst müssten halt noch weitere Ermittlungen angeschoben werden. Die Kollegen nehmen jetzt hier noch die vollständige Leichenbesichtigung bis zum Schluss vor. Dann werden die Bestatter den Leichnam mitnehmen. Das weiß ich nicht. Ja, und für Nicole hängen dann wie üblich auch wieder die Schreibarbeiten dran, um die Todesermittlungen dann vollständig abzuschließen bzw. erstmal weiterzuleiten mit der Akte. Unser Einsatz ist jetzt hier vor Ort auch erstmal beendet. Nicole wird allerdings noch ein bisschen zu tun haben, denn wie immer hängen hieran jetzt auch wieder Schreibarbeiten und in dem Fall müssen auch noch Angehörige ermittelt werden, damit die über den Tod ihres Angehörigen in Kenntnis gesetzt werden können. Für uns ist es immer ein bisschen schwierig, den Spagat zu schaffen zwischen Pietät und wir möchten euch möglichst viel über die polizeiliche Arbeit zeigen. Ich hoffe, das ist uns gelungen und ich hoffe, es wird uns auch noch weiterhin gelingen, denn wir werden noch eine zweite Schicht begleiten vom KDD in Neuruppin. Diesmal mit dem Kollegen Chris und ich würde sagen, dafür verlegen wir einmal. So, Hallöchen, wir sind angekommen in Neuruppin und werden hier heute Chris vom KDD begleiten. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in sein Büro. Hallo Chris. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Ich habe dich gerade eben im Film schon angekündigt und es ist ja so, dass du noch gar nicht so lange beim KDD bist, oder? Kam das so bei dir? Ja, das ist richtig. Ich bin 2020 fertig geworden mit meinem Studium, also vor nunmehr 2,5 Jahren. Und bin auch direkt nach dem Studium hier zum KDD gekommen. Ich muss dazu sagen, bei mir war die Besonderheit, dass Teile unseres Jahrgangs das komplette Praktikum hier im KDD machen konnten. Und deshalb hatte ich schon so eine Idee, wie das hier aussieht, wie die Arbeitsabläufe sind und habe mich dann direkt beworben. Es hat auch geklappt und jetzt bin ich zufrieden, hier zu sein. Ja, ich sehe schon, der Computer ist offen. Gibt es schon einen Einsatz für uns, zu dem wir können? Ja, tatsächlich haben wir hier schon was reinbekommen. Und jetzt ist hier gerade ein Einsatz aufgegangen, dass ein knapp 50-jähriger Mann verstorben und die Ärztin vor Ort hat eine ungeklärte Todesart festgelegt, weswegen wir da zum Einsatz kommen müssen. Das heißt, wir rüsten uns auch gleich auf, machen uns fertig, lesen uns noch mal kurz rein und dann geht es auch schon los nach Fürstenberg. Dann machen wir das so. Gut. Viel Zeit zum Kennenlernen bleibt auch in Neuruppin nicht. Zum Schichtbeginn erwartet Chris gleich sein erster Einsatz. Also nichts wie los. Das Briefing erfolgt während der Fahrt. Welche Infos haben wir denn jetzt schon zu dem Sachverhalt, zu dem wir fahren? Ja, also bisher wissen wir, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen knapp 50-jährigen Mann handelt, der durch seine Angehörigen nicht angetroffen werden konnte, vermisst wurde. Und schließlich ist die Schwester von ihm in die Wohnung mit einem Schlüssel und hat ihn dort leblos vorgefunden. Das heißt, jetzt eröffnen wir das Todesermittlungsverfahren, fahren da vor Ort, führen unsere Maßnahmen durch und alles Weitere lassen wir uns vor Ort übergeben. Alles klar. Ziel unserer Ermittlung im Allgemeinen ist natürlich herauszustellen, ob eine der drei Differentialdiagnosen Suizid, Tötungsdelikt oder Unfall vorliegt. Immer dann wäre das ein nicht natürlicher Tod. Sollten wir hier Anhaltspunkte dafür bekommen, dass es hier tatsächlich ein Einwirken Dritter gibt, dann müssen wir weitere Fachkommissariate heranziehen und das Ganze noch umfangreicher aufziehen. Ja, bei dem ersten Einsatz vorhin konnte man schon beim Betreten des Raumes gleich sehen, dass der Leichnam hier stark fäulnis verändert war. Die Oberhaut hatte sich schon bereits leicht abgelöst. Auch beim Entkleiden gestaltete sich das schwierig, weil natürlich auch Bestandteile der Haut einfach an der Kleidung dann hängen bleiben. Jede Leiche verändert sich auch farblich. Zum einen unmittelbar nach dem Todeseintritt entstehen die Leichenflecken, die sich an den Körperbereichen bilden, die zum Erdmittelpunkt gerichtet sind. Das liegt einfach schlicht daran, dass das Blut nach dem Ableben, wenn der Kreislauf still liegt, in die unteren Gefäße absackt zum Erdmittelpunkt hin und sich dadurch dann eben diese rötlichen Flecken an den unteren Körperpartien abbilden. Jetzt sind wir hier drin in der Wohnung vom Verstorbenen. Beschreib doch mal die Aufwand der Situation. Ja,
Ja, was wir natürlich sofort sehen, es ist hier ein ziemliches Chaos. Aber man muss natürlich unterscheiden, es ist einfach Chaos, weil jemand ungeordnet lebt, ein bisschen unsortiert ist. Oder gibt es hier Anzeichen, dass hier ein Kampfgeschehen zum Beispiel stattgefunden hat, irgendeine Gewalttat. Und das haben wir im Moment nicht. Man sieht, mehrere Flaschen auf dem Tisch stehen noch gerade. Die würden sonst auch typischerweise auf den Boden legen. Das Gleiche ist für das Inventar, was hier in den Regalen steht. Das ist alles noch ordentlich. Und das betrifft ja insbesondere so irgendwelche Verpackungen und Kleidung, die hier so rumliegt. Ja, man riecht es natürlich auch schon. Der Leichnam ist jetzt hier fortgeschritten. Fäulnis ist verändert. Man sieht, dass sich die Oberhaut ablöst und Blasen schlägt. Und das macht es natürlich schwer, irgendwelche Verletzungen, die zu Lebzeiten stattgefunden haben, zu unterscheiden von irgendwelchen Veränderungen nach dem Todeseintritt. Insgesamt muss man aber sagen, dass wir jetzt hier keine Anhaltspunkte dafür haben, dass er jetzt hier umgebracht worden ist. Aber es bleibt natürlich immer noch eine Restmöglichkeit, dass man jetzt hier was im Rahmen der äußeren Leichenbesichtigung übersieht. Und darum ist es gerade bei fäulnisveränderten Leichen geboten, auch eine Obduktion noch durchzuführen, um zu gucken, ob irgendwas an der Skelettanatomie nicht normal ist, ob es Brüche gibt, die man von außen nicht sieht oder irgendwelche Veränderungen, die man jetzt nur bei der Leichenöffnung feststellen kann. Die Leichenbesichtigung war jetzt ja soweit abgeschlossen, aber nun ist ja eure Aufgabe nicht nur die Arbeit am Leichnam, sondern teilweise auch noch mit Angehörigen, Hinterbliebenen. Kannst du einmal noch mal kurz zusammenfassen, was da gerade noch passiert ist? Ja, genau. Also neben den Ermittlungen am Leichenfundort, der Leichenbesichtigung und der Besichtigung der Wohnung, wo der Leichnam jetzt in dem Fall gefunden worden ist, müssen wir natürlich mit allen Personen, die mit ihm zu tun hatten, die möglicherweise Informationen über ihn hatten, sprechen. Das Ganze dokumentieren wir jetzt und gucken, dass wir dann ein möglichst umfangreiches Bild haben von dieser Situation und uns dann eine Version erstellen können. Heißt, wir warten jetzt hier vor Ort noch auf den Bestatter, klären alles Weitere, auch bei den Angehörigen, und dann geht's in den nächsten Einsatz eventuell. Genau, wir warten auf den Bestatter, der ist jetzt auch schon auf dem Weg. Dann übergeben wir praktisch die Leiche an den Bestatter und fahren dann, wenn wir hier fertig sind, rein in die Dienststelle, um das Ganze zu dokumentieren, also eine Akte zu fertigen, den Ermittlungsbericht zu schreiben, eine Bildanlage zu machen und das dann der Staatsanwaltschaft bzw. der Sachbearbeitung übergeben zu können. Na dann los. Aber die Einsatzlage spielt manchmal nicht nach den Regeln des Ermittlers. Und so fahren wir anstatt an die Dienststelle direkt zum nächsten Einsatz. Ja, Chris, eigentlich wollten wir jetzt ja gerade reinfahren, alles dokumentieren, aber jetzt kam gerade ein Anruf. Erklär doch nochmal kurz, was war da jetzt Sache? Ja, so spontan kann sich die Lage ändern. Und zwar wurden Knochen gefunden in einer Baugrube, ein Skelettfund. Und alles sieht danach aus, als ob es sich dabei um ein menschliches Skelett handelt. Und wir unterstützen jetzt die Kollegen vor Ort. Da sind jetzt schon andere Kräfte vom KDD, um herauszustellen, ist das jetzt langliegendes Skelett aus Zeiten des Weltkrieges oder was da die Umstände sind. Darum fahren wir da jetzt zunächst mal hin, gucken, inwieweit wir unterstützen können und besprechen dann die Lage mit den Kollegen dort vor Ort, wie es weitergeht. Ja, Chris, das sieht mir nach Schuhen und Knochen aus. Wow, ich habe mir das auf jeden Fall weniger alt vorgestellt, aber ist doch schon ein bisschen älter. Ja, das ist jetzt das, was man hier aus dieser Baugrube bergen konnte. Also hier auf dieser Fläche finden Bauarbeiten statt, weil hier so eine Grundwasserzisterne installiert werden soll. Und Bauarbeiter haben eben während der Baggermaßnahmen, während des Aushubs festgestellt, dass sich da Schuhe im Sand befanden, wo noch einige Knochen drin steckten. Und das hat natürlich den Verdacht nahegelegt, dass hier ein menschliches Skelett liegt. Und alles, was man jetzt finden konnte, haben wir hier erstmal abgelegt. Das sind zum einen, wie man hier vorne sieht, sehr vermoderte Schuhrückstände und einzelne kleine Knochen, die zerstreut um diese Schuhe drumherum lagen. Das wird jetzt der Bestatter mitnehmen. Dann wird das der Rechtsmedizin zugeführt. Die untersucht das nochmal. Möglicherweise kann noch eine Identifizierung stattfinden. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ja, so viel ist echt bisher nicht. Und da sind sogar noch Nägel in den Schuhen. Also die sind schon ein bisschen älter, wa? Vielleicht kommt das aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wäre so eine erste Vermutung. Das würde aufgrund der Art und der Beschaffenheit der Schuhe passen. Okay, das war ja jetzt hier nur unser Zwischeneinsatz, würde ich sagen. Jetzt aber reinfahren und dokumentieren. Genau, jetzt fahren wir und schreiben alles auf, was wir ermittelt haben. Und zu dokumentieren gibt es mehr als genug. Glücklicherweise bleiben die Schreibarbeiten aber nicht ganz allein an Chris hängen. Wie ist das? Fahrt ihr alleine raus, arbeitet in ihrem Team? Wie ist das mit dem KDD bei euch? Dass wir alleine rausfahren, das ist nicht die Regel. Normalerweise fahren wir mindestens mit zwei Ermittlern raus oder der Kombination aus einem Ermittler und einem Kriminaltechniker.
Heute war es so, dass wir mehrere Einsätze gleichzeitig hatten, sodass wir gezwungen waren, uns aufzuteilen, um das parallel abzuarbeiten. Und zum Glück warst du ja bei und konntest mich hier tatkräftig unterstützen. Und mit darum den Fotos. Konnten wir das so machen. Genau, sonst fahren wir immer mindestens zu zweit. Und damit enden für mich zwei sehr ereignisreiche Tage beim Kriminaldauerdienst. So, Chris. Bei bestem Wetter würde ich sagen, fast in den Feierabend. Wie lange machst du noch? So sieht's aus. Naja, schauen wir mal. Also 2 Stunden planen wir immer so ein. Vielleicht schaffe ich es ein bisschen schneller, aber ein bisschen Schreibarbeit habe ich jetzt noch vor mir. Aber ich sag schon mal, cool, dass du da warst. Hat total Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal für deine tatkräftige Unterstützung. Ich glaube, wir haben wirklich gute Arbeit geleistet und vielleicht sieht man sich nochmal wieder. Hut ab. Manchmal hat man da echt eine gewisse Berührungsangst. Die scheinst du vollends abgelegt zu haben. Also die Leiche war auch jetzt nicht so ganz ohne, aber professionell abgearbeitet, wie sich das gehört. Ja, wir sagen danke und vielleicht bis zum nächsten Mal. So machen wir es. Mach's gut, Anna. Mach's gut. Tschüss. Ja, und das war unser Vlog zum KDD, zum Kriminaldauerdienst. Diesmal habt ihr ein paar mehr kriminalpolizeiliche Einblicke bekommen und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Solltet ihr noch Fragen haben oder verschiedene andere Bereiche, die wir euch vorstellen sollen, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.